Herzlich willkommen zum eGeneral Studies Angebot Erfolgreich studieren mit dem Internet. Heute möchte ich Ihnen kurz erläutern, wie die Veranstaltung organisiert ist, worum es geht und was Sie und was wir hier eigentlich tun. Hier ein kurzes Bild von mir. Die Veranstaltung ist eine reine Online-Veranstaltung, das heißt, wir sehen uns eigentlich nicht, es sei denn, Sie kommen bei mir in der Sprechstunde vorbei oder wir treffen uns mal in der Cafete. Dafür das Bild, damit Sie wissen, wie ich aussehe. Ich leite das Lehr- und Forschungsgebiet Didaktische Gestaltung multimedialer Lernumgebungen am Fachbereich 12 für Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Und wir entwickeln und führen diese Veranstaltung durch, weil eine meiner Forschungsschwerpunkte und die meiner Gruppe sind die Entwicklung von partizipativen Lernumgebungen, insbesondere unter Nutzung von Web 2.0-Technologien. Und uns beschäftigt so ein bisschen, wie Lernprozesse sich dadurch vielleicht auch ändern, dass es neue Medien wie das Internet gibt, und aber auch mobile Medien etc. Was erwartet Sie in dem Seminar? In diesem Seminar lernen Sie, das Internet kompetent im Studium einzusetzen. Das heißt, wenn Sie dieses Seminar absolviert haben, sollten Sie erfolgreicher studieren können, besser studieren können. Sie sollten Ihre Lernprozesse allein und in Gruppen besser organisieren können, dadurch, dass Sie Web 2.0-Angebote nutzen. Und Sie sollten vor allem, es gibt wahnsinnig viele Dinge, die man so machen kann, die sollten Sie hinsichtlich der Tauglichkeit und Relevanz für das Studium bewerten können. Und schließlich und endlich sollten Sie neue Lernstrategien oder Ihre bisherigen Lernstrategien noch besser umsetzen lernen, indem Sie Werkzeuge aus dem sogenannten Web 2.0 nutzen. Das wird in der zweiten Episode in diesem Modul noch genauer erklärt, was man sich darunter so vorstellen kann. Dabei bietet Ihnen das Seminar zum einen didaktisch aufbereitete Lernvideos, wo Sie eine Einführung in ein Thema bekommen und weiterführende Internetressourcen und Tutorials, die Sie sich anschauen können, erst auswählen können, welche sind für mich relevant. Und dann gibt es vor allem Aufgaben zur Auseinandersetzung mit den Seminarthemen. Das soll Ihnen helfen, über die Dinge, die Sie hier lernen, nachzudenken und die zu vertiefen. Sie werden das Gelernte anwenden, und zwar innerhalb eines selbstgewählten Lernprojektes. Das heißt, Sie überlegen sich ein Thema, was Sie dieses Semester beschäftigt, also zum Beispiel, dass Sie ein Referat ausarbeiten möchten, dass Sie vielleicht eine neue Sprache lernen wollen oder vertiefen wollen. Sie bereiten sich auf eine Klausur vor, Sie möchten eine gute Vorlesungsmitschrift machen, Sie möchten eine schöne Präsentation entwickeln oder Sie haben irgendein anderes Lernthema, dass Sie vielleicht eine neue Software lernen wollen oder dass Sie sich in statistische Methoden einarbeiten möchten. Lernprojekte gibt es ganz, ganz viele im Studium. Sie sollten eins aus Ihrem Themenbereich nehmen, was für Sie aktuell relevant ist. Und betreut werden Sie von uns online durch Tutoren, und zwar durch mich und durch andere Tutoren, die studentische Tutoren, die sich um Sie kümmern und Ihnen Rückmeldungen geben zu Ihrer Anwendung des Gelernten und die auch oft immer da sind für Fragen, die Sie haben. Was sind die Lernziele der Veranstaltung? Sie werden einige Web 2.0 Lern- und Arbeitswerkzeuge kennenlernen und in Ihrem Studium anwenden können. Sie werden dazu befähigt, Ihr Lernen selbst zu organisieren. Die vorgestellten Webanwendungen oder auch neue zielorientiert in Ihre persönliche Lernumgebung einzubinden und auch neue Werkzeuge hinsichtlich Ihrer Tauglichkeit für Ihr Studium zu bewerten. Das heißt, es gibt ein neues Werkzeug, ein Freund von Ihnen sagt, hier, schau dir das bitte mal an, und dann werden Sie sagen, das sieht vielversprechend aus, das könnte die und die Lernstrategie unterstützen, das passt zu dem und dem, das baue ich mal in meine Lernumgebung ein. Und Sie sollten in der Lage sein, Ihre eigenen Lerntechniken und Strategien zu erkennen. Das heißt, wie lernen Sie momentan, und die zu optimieren und für verschiedene Einsatzgebiete gegebenenfalls auch abzuändern und umzusetzen.
Der Seminarablauf sieht wie folgt aus. Es gibt 7 Module mit jeweils 2 bis 4 Episoden mit 2 Wochen Bearbeitungszeit. In der ersten Woche eines Moduls stellen wir am Montag immer Episoden des jeweiligen Moduls ein. Da kommen die Lernvideos rein und die weiterführenden Ressourcen. Und es gibt eine kleine Reflexionsaufgabe, die Sie bis Donnerstag der ersten Woche bearbeiten sollten. Sie haben da also 4 Tage Zeit. Und am Freitag gibt es dann eine kleine Rundschau mit Anregungen zur weiteren Diskussion. In der zweiten Woche eines Modules gibt es immer eine zentrale Aufgabe, nämlich die Integration mindestens eines der vorgestellten Werkzeuge in Ihre persönliche Lernumgebung zum selbstgewählten Lernprojekt einzubinden. Was genau eine persönliche Lernumgebung ist, das sehen Sie noch hier in der weiteren Episode in diesem Modul. Das dokumentieren Sie in Ihrem eigenen Weblog und bis Donnerstag der zweiten Woche. Und dann gibt es wieder eine E-Studio-Rundschau. Die Weblogs sind ein Angebot der Universität Bremen. Da gibt es einen Dienst, wo Sie ein eigenes Blog führen können. Auch das werden wir erläutern. Was ist ein Blog und wie melden Sie sich da an? Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Lernjournal, ein Lerntagebuch, wo Sie öffentlich allerdings Ihre Aufgaben beantworten können und reflektieren können. Hier nochmal der Ablauf eines Moduls grafisch dargestellt. Wir veröffentlichen montags immer das Modul mit den Aufgaben. Sie schauen sich das an und beantworten die Reflexionsaufgabe. Feedback. Wir geben natürlich auch den anderen Kommilitonen dort Feedback und Sie sehen dort auch ein bisschen, man kann sich auch untereinander Feedbacks geben und Kommentare. Das ist eigentlich das, was mit am meisten Spaß macht, dass man wirklich dann in die Diskussion darüber kommt, über die verschiedenen Blogs. Wir bündeln das dann zu der E-Studio-Rundschau am Freitag und damit ist dann so eine Woche abgeschlossen. Und in der zweiten Woche, da kann man auch mal Kommentare dazu geben, wenn man sich zum Beispiel freut, dass man zum Beispiel den Blog-Eintrag der Woche geschrieben hat oder den interessantesten oder das beste Beispiel, etc., etc. Und dann lösen Sie in der zweiten Aufgabe die PLE-Aufgabe, das heißt, Sie integrieren eins der Tools oder probieren das mal aus, ein Werkzeug in Ihrer persönlichen Lernumgebung. Und auch dazu bieten wir wieder Feedbacks. Und Sie schreiben dann Kommentare. Das heißt, wir schreiben Kommentare zu Ihren PLE-Aufgaben und verdichten das wieder zu einer E-Studio-Rundschau. Und so, das sind 2 Wochen Ablauf für jedes Modul und so machen wir das 7 Wochen lang. Zum Workload, Sie arbeiten diese 7 Module durch, jeweils mit Lernvideos und weiterführenden Ressourcen in der ersten Woche und dann beantworten Sie kleine Reflexionsaufgaben zum Thema im eigenen Weblog und diskutieren das mit anderen Kommilitonen in der zweiten Woche, wo Sie sich ein bisschen anschauen, was machen eigentlich die anderen. Und zum Schluss, oder Sie wenden immer in der zweiten Woche das Gelernte in Ihrer persönlichen Lernumgebung an. Und das ist so der dritte Teil. Dafür gibt es 3 CP. Die Veranstaltung ist unbenotet. Aber genau diese aktive Teilnahme ist notwendig zur Scheinvergabe. Die zentralen Instrumente des Seminars sind zum einen das Seminarblog. Da finden Sie alle Module und alle Inhalte. Und da finden Sie auch den Tutoring-Bereich. Zweite Werkinstrument oder Werkzeug ist Ihr persönlich geführter Weblog. Das machen Sie genau auf derselben Umgebung, wie wir auch den Seminarblog laufen haben. Sie brauchen sich dort nur anmelden mit Ihrer ganz normalen Studentenkennung, so wie Sie sich auch in StudentIP anmelden würden und können dann sofort sich einen Blog anlegen. Wir führen in ein paar Wochen Seminargruppen ein, wo Sie dann gemeinsam in Ihrer Gruppe sich so ein bisschen untereinander auch noch Rückmeldung geben können. Das wird dann themenspezifisch gemacht. Und StudIP dient lediglich der Teilnehmerverwaltung, sodass dass Sie sich anmelden können und gegebenenfalls schicken wir mal ganz selten eine E-Mail an alle Teilnehmer.